Ich bin Chill, ich wollte auch nur zwei Spoken Words machen zu dem Thema. Hört auf den Schultern von anderen zu leben, hört zu, denn das kann auch einen anderen Weg geben. Hört hin, wenn Betroffene über sich reden, passt auf, wenn Rassisten Dreck von sich geben. Die Jahre vergehen, jetzt sind's über 10, der Verfassungsschutz hat zugesehen, wie NSU-Mörder Verbrechen begehen und unseren Leuten das Leben nehmen. Die Politik sagt, es sind Fehler geschehen, über Mittäterschaft wird hinweggesehen. Und jetzt wollen sie die Fakten verdrehen und sagen, Moslems sind das Problem. Das andere ist eigentlich eher ein Song. Das ist ein anderer Umgang mit Rassismus, den ich pflege, und zwar ein bisschen mit Sarkasmus und Ironie. Ich mach Ehrenmord, Zwangsheirat, lieg auf der Tasche vom deutschen Staat. Meine Kinder werden dumm, weil ihre Gene aus dem Orient kommen. Dir geht's nicht gut, ist meine Schuld. Wer hat den Moslem nach Deutschland geholt? Natürlich habe ich einen Turban und einen Bart und plan in der Hinterhofmoschee ein Attentat. Mein Terror ist berühmt, berüchtigt und wird angewandt, dann ist Deutschland auch nicht mehr länger Abendland. Und als Orientale bin ich auch immer beleidigt, bin der, der seine Ehre um jeden Preis verteidigt. Meine Frau, natürlich ist sie unterdrückt, sie ist doch eh nur dazu da, damit sie Kinder kriegt. Und das am besten im 9-Monate-Takt, bis sie mindestens 20 Kinder hat. Denn ich mach Ehrenmord, Zwangsheirat, lieg auf der Tasche vom deutschen Staat. Meine Kinder werden dumm, weil ihre Gene aus Mohren kommen. Die geht's nicht gut? Meine Schuld. Wer hat den Moslem nach Deutschland geschmuggelt? Scheint über Deutschland der Halbmond in der Nacht, dann gib acht, denn über Nacht wirst du zum Moslem gemacht. Und jetzt denkt ihr, dieser Moslem ist mal wieder beleidigt. Soll ich euch was sagen? Ich bin nicht einmal gläubig. Doch ich bleib in dieser Rolle, Ehrenwort, und mache nächste Woche meinen nächsten Ehrenmord. Oder ich renn mit einer Waffe in eine Schule und lauf amok, dann ist die gesamte deutsche Gesellschaft geschockt. Ach nee, machen das nicht, die deutschen Kids aus der Mittelschicht. Ups, jetzt bin ich auch noch deutschenfeindlich. Denn ich mach Ehrenmord, Zwangsheirat, lieg auf der Tasche vom deutschen Staat. Meine Kinder werden dumm, weil ihre Gene aus Mohren kommen. Dir geht's nicht gut, meine Schuld. Wer hat den Moslem nach Deutschland geholt? Dankeschön.